Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Aktuell in der Kanalisation unterwegs. Erstmal mit einem Schluck Kaffee in den Tag starten. Ah, so ist das gut. So, wir haben neue Gegner auf jeden Fall. Und, zack. Hä? Das war ja gar nichts. Ja, die plätten wir auf jeden Fall erstmal. Okay, das ist jetzt bad. Wie machen wir das am besten? Also, ich glaube, ich würde erstmal das Mitglied wechseln. Ich glaube, Bombette wäre vielleicht ganz cool. Und dann habe ich den Plan, dann machen wir nämlich so einen Multisprung mit dem richtigen Timing. Ne, einmal auf alle. Zack. So. Jetzt liegen die nämlich alle flach. Und wir machen dann einfach nur noch eine fette Powerbombe. Bam. Machen überall 6 Schaden rein. Richtig nice. So, und jetzt können wir die nämlich schön plätten hier. Und die können einfach gar nichts machen. Ja, Body Slam sollte ausreichen. So, der greift jetzt halt an. Ich habe geblockt. Ich habe geblockt. Ja, Mann. Saugeil. War aber auch Glück. So, und dann sind wir Level Up. Wir sind Level Up, Leute. Sau nice. Frage ist, in was investieren wir? Ich bin halt eigentlich wieder voll für Ordenpunkte, ne? Komm, feuerfrei. Aktuell geht's uns so gut. Ich habe kein Problem mit meinem Leben, mit meinen BPs auch nicht wirklich. Da ist ja noch einer. Sag mal. Wie viele wollen denn noch kommen? Die Frage ist, was machen wir? Doppelangriff, Vermeider, macht es leichter, Angriffe auszuweichen. Ich bin ja ein Freund davon, das hier, ne, setzt das Action-Kommando korrekt ein und der Schaden wird um 1 reduziert. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das ist aber auch geil, dass wir immer einen Schaden weniger erleiden. Tu mir nichts, bla bla bla, Glück gehabt, hin und wieder. Zahltag, Spion. Spion sollte man eigentlich auch mal ausrüsten. Das mache ich mal. Je mehr Schaden Mario nimmt, desto mehr Münzen erhält er nach dem Kampf. Speedwirbel. Eine Attacke, die einen Gegner verwirrt und bewegungsunfähig macht. Verhindert, dass er... Okay. Ja, wir nehmen noch den Vermeider mit rein. Zack. Ja. Zack. Erstangriff. Und es sind wieder... Oh, es sind 4 Stück. Ach du Scheiße. Yo. Okay, dann auf jeden Fall Multijump. So, geplättet haben wir sie alle. Action-Kommando war on point. Und jetzt mal schöne Powerbombe. Bam, Alter. Da sind sie mir nur noch 3. Alter, sind das viele. Aber wir kriegen trotzdem noch 3 Erfahrungspunkte pro Typi. Ich mache einfach nochmal einen Multisprung. Langsam habe ich es raus. Läuft. Schön Erfahrungspunkte, Junge. Geil. Oh. Und ich krieg dafür, dass ich alle besiegt habe, einen Schalter. Ah, Geld. Ja dann. Was macht der Schalter? Bäm. Ah, damit kommen wir doch bestimmt. Aha. Cool. Jetzt können wir hier easy quasi hin und her reisen. Theoretisch müssten wir hier auch nochmal reingehen. Wollen wir das mal machen? Warte mal. Rüsten wir kurz What aus. Mach hier mal kurz ein Save. Also wir haben jetzt aktuell halt den Orden.
an, dass wir ein Signal bekommen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall eine Platte. Oder? Es wurde ja gesagt, Bodenplatten werden angezeigt. Wo ist die Bodenplatte bitte? Oder werden mir allgemein Sternsplitter angezeigt? Aha. So, es kann ja auch hier oben sein, ne? Ach du Scheiße, ey Leute, es ist ja... Oh. Oder ist es allgemein in dem ganzen Haus gemeint? Boah, nee, oder? Ich glaube, auf die Suche will ich mich jetzt nicht begeben. Ich habe da unten jetzt überall eine Arschbombe gemacht. Ah, ich glaube eher, das ist mal was ich offscreen mache und dann irgendwie zusammenschnippel. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist sonst zu heftig, oder? Ich glaube nicht. So, ich hiemi nochmal. Wir haben zumindest den Teleporter freigespielt. So. Wir setzen uns unsere Reise fort, würde ich sagen. Let's go. Wir wollen noch ein bisschen was erleben hier. Aha. Den kann ich bewegen, ne? Oh, was bringt mir das? Bringt mir allgemein nichts, weil meine Typen sind ja alle schon auf maximaler Stärke. Ich wüsste doch nicht, wofür das jetzt... Oh. Ich weiß, wofür es da ist. Das sind unsichtbare Blöcke. I check it. Aber ich kann ja eh keinen aufwerten, oder? Kann ich jetzt jemanden aufwerten? Also wir können es ja gerne mal ausprobieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Aber das heißt, wir bekommen auf jeden Fall noch viele Leute. Das geht nicht, oder? Schade. Geht das später noch, dass man die auf eine Stufe 2 bringen kann? Oder ist das jetzt sowieso alles, also eine Stufe und fertig? Sollte man es aber auf jeden Fall merken, dass hier noch eine Möglichkeit besteht, das zu tun. Ne? Sollten wir uns merken, auf jeden Fall. So, ja, hier mal das Loch. Theoretisch könnten wir da nochmal lang gehen, aber ne, dann war es das hier auch erstmal wieder. Dann würde ich sagen, auf ein neues Kapitelchen, oder? Es wird mir hier allgemein angezeigt, dass hier überall Sternsplitter sind, oder wie? Alter, woher soll ich denn... Wie soll ich denn damit klarkommen? Privat. Hier ist ein Sternsplitter. Ja, danke. Aber sind das nur Bodenplatten, oder... Ich verstehe es halt nicht. Dann müsste ich das ja... Oder? Dann müsste ich ja irgendwas merken von... Aber ich bekomme ja dann irgendwie doch nichts ange... Ist das die ganze Fläche hier kann das sein, oder wie? Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Egal. Ba, 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 ba. Leuchte meine Sonne. Okay, wir gehen mal zum Hafen. Ich denke mal, da geht's weiter, oder? Ja. Da ist also was, ja. La 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 la. Okay, ja, theoretisch, wir könnten mal in den Pub gehen. Da waren wir noch gar nicht drin, ne? Schauen wir uns mal an. Hallo, Ladies. Hi, ich bin...
Chanterelle. Ich bin bekannt als die Pop-Diva von Chottown. Ich konnte jeden Song perfekt interpretieren. Jede einzelne Note war ein Meisterwerk. Aber diese Zeiten sind vorüber, vielleicht für immer. Der Anblick des Pilzpalastes, wie er hoch in den Himmel flog, war so ein Schock. Ich kann seitdem nicht mehr singen. Und jetzt bin ich eine Pop-Diva, die nicht singen kann. Welch grausame Ironie des Schicksals. Ich bin Simon und ich reime einen Meister. Was? Und ich reime. Ein Meister bin ich, auch wenn ich schleime. Die Pop-Diva kann nicht mehr singen. Wem soll ich meine Texte beibringen? Wenn meine Texte richtig rocken, lässt sich die Diva nicht mehr schocken. Doch leider bringe ich nichts zustande. Ich bin schon außer Rand und Bande. Das ist wirklich ein Malheur. Wir sehen uns, Herr Installeur. Hi. Man sagt, dass im Hafen etwas Eigenartiges im Wasser treiben soll. Noch mehr schlechte Neuigkeiten. Jetzt haben die Leute einen Grund mehr, von hier wegzubleiben. Willkommen im Club 64. Warum bleiben die Gäste immer noch aus? Ist diese Scheiger-Epidemie nicht endlich vorüber? Wir brauchen ein bisschen gute Presse. Vielleicht eine Attraktion, um die Leute anzulocken? Die Zeiten sind hart. Du weißt, was ich meine, Kumpel. Die Leute brauchen einen Grund zum Lachen. Okay. Es treibt also etwas im Wasser. Ein Fisch? Ah, bist du nicht Colorado? Du willst wissen, wer ich bin? Nun, altes Haus, ich bin niemand anderes als Colorado, der berühmte Abenteurer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg nach Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Es scheint, als wäre dort antike Schätze in einem vulkanischen Höhle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Schwimmen. Schwimmen muss es sein. Wir haben noch einen Brief für dich, glaube ich. Sie sind doch Colorado, habe ich recht? Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Hier, einen Moment bitte. Zack, Feuer frei. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten endet nie. Oh, gütiger Himmel, das ist ein Brief von meiner Frau. Vielen Dank, altes Haus. Das habe ich gebraucht, um wieder Kraft für meine Reise zu schöpfen. Ah, ich weiß. Ich überlasse dir das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin darauf gestoßen, als ich mein letztes Projekt in der Staubtrockenwüste gearbeitet habe. Vielen Dank. Tschüss. Okay. I need a boot. Oh, Boot on Wahl. Ist immer eine gute Idee, oder? Oh Mann! Was machst du denn da? Der Arme. Oh gütiger Himmel! Ich hab mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ja, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ein Wal. Und ich hab ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Helft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl mal kurz zur Hand, Flosse gehen? Ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könnt ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Na dann. Ja, es wird dunkel hier. Erstmal schön an den Gaumen hüpfen. Wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? Was hast du denn allgemein hier drin vor? Fight! Hey Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen. Genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Wer ist er denn? Ist er eine Bakterie? Oder was ist er? Goombario. Ach so. Was soll das denn?
Ich kann nicht scannen, weil es zu dunkel ist? Ja, das ist doof. Ich kann ihn auch nicht angreifen, weil es zu dunkel ist. Okay, na dann, ja. Brauche ich den wohl, zwangsweise. Drücke A so schnell wie möglich. Ich glaube, das hat nicht funktioniert, wa? Schade. Okay, wir machen Power Jump. Okay, den kann ich gerade nicht erreichen, das ist schlecht. Aber im Powerblock kann ich das machen. Zack. Runter mit dir. Toll. Ah, ich hätte... Ah, Mist. Ich hätte A gedrückt halten müssen. Ups. Okay, aber stark ist er nicht. Vier Schaden macht das immerhin. Jetzt habe ich halt gerade keinen Angriff für die Decke. Das ist ein bisschen doof. Ich könnte halt das Ding machen. Nervt mich, dass ich den nicht einscannen kann. Kann man das andersweitig irgendwie machen? Nee, ne? Okay, er ist tot. Alter Falter, gibt doch gute Erfahrungspunkte. Ja, Mensch. Schön. Au! Zuerst entkomme ich in diesem... Was? Zuerst entkomme ich in die... Mist, zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch. Und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerade ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich ein verkorkstes Leben, Junge. Mario, ich bin es. Du weißt schon, der... Achso. Mario, ich bin es. Du weißt schon, der Wal. Kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Danke. Jetzt wird mal raus von Teen, oder wie? Wusch. Ui, toll. Hey, das bist ja du. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dir dieses eine Mal verzeihen. Aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir etwas schuldig. Danke nur mal, Herr Schnauzbart. Pass gut auf euch auf. Tschüss. Wer immer du bist. Wir wissen es leider nicht. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch, ich meine ich, der Wal, ich bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Ah, verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch, Dompteur, begleite mich in die Gestarte von Lava Island. Das wird eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Vertrau meinen Instinkten. Mario, ich glaube, dass das Sternkind gesagt hat, dass eine der Sterne auf Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu. Wie? Lava Island? Ja, natürlich. Weiß ich, wo das liegt, aber... Dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem dorthin gehen? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Ding, 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 ding. Ja, was soll ich denn machen? Ich weiß doch nicht, wo. Ich weiß doch nicht, wo. Oder gibt es hier auch eine Bodenplatte? Es funktioniert irgendwie nicht mit der Bodenplatte, so wie ich das möchte.
Bekommt mir immer nur angezeigt, hier ist ein Stern irgendwo. Also ein Sternsplitter. Mach was draus. Ah, guck mal, hier könnte einer sein, oder? Ah, doch, ich sehe es. Ich sehe schon, wo er ist. Nicht? Ich hätte echt gedacht, da ist er. Mann! Das ist jetzt doof. Schade. Können wir eigentlich zu dem Baum dahinter? Nee, auch nicht, ne? Okay. Ich hätte gesagt, ich werde mich nochmal heilen offscreen. Und im nächsten Part starten wir dann mit dem Wal, oder? Klingt doch nach einem Plan. So machen wir das. Dann geht's nach Lava Island. Let's go. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüss.